Hallo, liebe YouTuber, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eure eigenen Dekokerzen herstellen könnt. Ich habe hier zwei Backformen dafür gewählt. Einmal ein weihnachtlicher Stern und ein Herz, was man ja zu mehreren Angelegenheiten nutzen kann. Alles, was ihr dafür braucht, das Backpapier, die beiden genannten Förmchen, ein Teelicht, welches ihr aus dieser Form rausnehmt, sie braucht ihr auch nicht mehr, und alte Paraffin- bzw. Kerzenwachsreste, die er erhitzt. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Und wie ihr seht, Kerzenwachs erhitzt. So, und das nehme ich jetzt einfach. Ich entscheide mich hier für die Herzplattform und werde es hier reingießen. Dann soll es sich verbinden mit dem Teelicht. So. Dann nehme ich jetzt noch, ich bräuchte noch mal was zum Unterlegen. Ach, egal, das geht schon. So. Nehme ich einen Löffel, damit das nicht so übersuppt. Ich hoffe, ich habe jetzt auch genug. Ich probiere mal, vielleicht kann ich es auch so reingießen. So, ich gieße das jetzt einfach hier mal vorsichtig rein. Dann muss das nur noch aushärten. Oh, Scheiße, es läuft über das Getreck. Kann ich wieder schon sauber machen, na egal. Was zählt, ist die Mission. So. Wie ihr seht, das ist jetzt in der Form drin. Ich hätte jetzt am besten rote Teelicht nehmen sollen oder aber weiße Kerzenreste. Habe ich jetzt nicht gehabt. Es geht ja hier auch nur darum, um mal zu zeigen, was man hier machen kann. Scheiße, das läuft alles an der Seite raus. Ich muss also hier ein bisschen heiß festdrücken. Ja, wieder. Damit ihr nicht die gleichen Negativerfahrungen macht wie ich. So. Tja, es wird. Ja, es müsste erstmal jetzt versiegeln mit dem. Ja, ich breche das Ganze hier ab. Ich muss das nochmal überdenken und neu machen. Drecksviech. So ein Drecksviech immer. So ein altes, widerliches Dreckschwein hier. Das immer nur ich. Immer nur mir. Immer.